Hallo Lieben, ich habe endlich wieder ein Video für euch. Meine Prüfungsphase ist vorbei. Wer mir auf Instagram folgt, hat mitbekommen, dass ich die letzten 2 Monate in meiner Abschlussprüfung vom Gestalter steckte. Und jetzt habe ich das Ganze geschafft und bin durch und habe bestanden und jetzt kann es endlich weitergehen. Und deswegen habe ich heute endlich das Video zum Polunder für euch. Und ich zeige euch heute, wie ihr einen Polunder von oben nach unten stricken könnt, also vom Halsausschnitt bis nach unten. Und ich erkläre euch auch, wie ihr das an eure eigene Größe anpassen könnt. Das ist bei dem Polunder tatsächlich ziemlich einfach. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich verwende hier die Wolle Maxi Woolyan aus dem Kreativladen. Habe ich die. Ich verlinke euch die aber auch in meiner Infobox, wenn ich die online finde. Und ich habe 5 Knäuel davon gebraucht. Es sind 100 Gramm Knäuel mit einer Lauflänge von 125 Metern. Das heißt, die ist schon recht dick. Und ich verwende eine Nadelstärke von 5,5 mm. Und davon 2 unterschiedliche Größen, und zwar eine in 80 cm Länge und eine in 40 cm Länge. Und da ergibt sich eine Maschenprobe von 10 x 10 cm mit 16 Maschen in der Breite und 21 Maschen in der Höhe für euch als Vergleich. Ich mache hier einen italienischen Maschenaufschlag im Rippmuster. Das heißt, ich stricke immer eine rechte und eine linke Masche abwechselnd. Ihr könnt auch einen ganz normalen Maschenaufschlag machen, aber ich habe bereits auch schon ein Video dazu gemacht, wie man in Runden italienische Maschen aufnimmt. Also schaut da doch gerne mal vorbei, denn der italienische Maschenaufschlag ist etwas elastischer und ich finde den dafür für Halsausschnitte zum Beispiel besonders gut geeignet. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr dort auch einen italienischen Maschenaufschlag arbeiten. Ich nehme 68 Maschen auf. Das ergibt bei mir eine Breite von 19 cm, wenn ich den Ausschnitt flach hinlege. Im Umfang sind es dann 38 cm. Wenn ihr euch hier unsicher seid, wie viele Maschen ihr aufnehmen sollt, dann misst doch am besten an einem Pullover, der dir gefällt, den Halsausschnitt aus, wie breit er ist. Und dann mach gegebenenfalls nochmal eine Maschenprobe im Rippmuster, damit du weißt, wie breit dann dein Ausschnitt werden wird, wenn du ihn im Rippmuster strickst. Und dann kannst du dir die Breite ausrechnen. Das Ganze machst du so, dass du 10 cm ausmisst und schaust, wie viele Maschen du brauchst. Und dann rechnest du das Ganze hoch auf die Breite des Ausschnittes, die du dann benötigst. Am runden Beginn setze ich einen Maschenmarkierer, damit ich weiß, wo hinten die Mitte ist. Und dann stricke ich jetzt einfach immer abwechselnd rechte und linke Maschen, bis der Kragen so lang ist, wie ich ihn haben möchte. Bei mir sind das 9 cm, das heißt, ich habe einen kleinen Rollkragen gestrickt. Ihr könnt ihn natürlich aber auch kürzer oder länger machen, so wie es euch gefällt. Wenn wir den Kragen geschafft haben, dann beginnen wir schon mit der Maschenzunahme für die Schultern. Und zwar haben wir immer auf jeder Schulter rechte Maschen, die eine Schultermasche bilden. Und daneben nehmen wir immer nach links und rechts Maschen auf, sodass sich eine Schulter bildet. Wir stricken gleich Wendemaschen, das heißt nicht im Kreis, sondern immer wieder hin und her, sodass vorne ein Ausschnitt entsteht. Das ergibt aber gleich Sinn, also keine Sorge. Wir stricken jetzt noch eine Runde rechte und linke Maschen abwechselnd und dabei setze ich Maschenmarkierer an die richtigen Positionen. Und zwar bestimmt ihr das Ganze so. Wir brauchen links und rechts je eine rechte Masche, die unsere Schulternaht bildet. Ich habe 68 Maschen aufgenommen, das heißt, wenn ich 2 Maschen davon abziehe für die Schulternaht, bleiben mir noch 66 Maschen übrig. Das heißt, der vordere und der hintere Teil hat je 33 Maschen. Der hintere Teil ist unterteilt durch unseren Maschenmarkierer am Rücken. Das heißt, ich setze jetzt einen Maschenmarkierer nach 15 Maschen. Dann setze ich wieder nach einer Masche. Das sollte eine rechte Masche sein, diese eine. Dann nach 33 Maschen. Dann wieder nach einer, was wieder eine rechte Masche ist. Und dann nach 16 Maschen. Das heißt, wenn ihr da unterschiedliche Anzahlen an Maschen habt, dann rechnet euch das Ganze so wie gerade beschrieben aus, damit ihr wisst, wo eure Schulternähte sitzen. Und wir stricken, wie gesagt, jetzt nicht in Runden, sondern in Reihen und wenden diese immer. Und wir werden in jeder Reihe, also in jeder Hin- und in jeder Rückreihe, vor und hinter der Schultermasche je eine Masche dazu nehmen. Ab hier stricken wir jetzt glatt rechts und wir stricken jetzt rechts, bis wir beim ersten Maschenmarkierer angekommen sind. Hier werden wir jetzt aus dem Querfaden eine rechts gedrehte Masche stricken und dafür stechen wir von hinten mit der linken Nadel unter dem Querfaden her.
Der Querfaden ist der Faden, der zwischen den zwei Maschen aus der vorherigen Runde liegt. Und wir stechen also, wie gesagt, von hinten mit der linken Nadel durch und stricken die Masche dann rechts ab. Wir nehmen dann den Maschenmarkierer rüber und stricken die Schultermasche rechts. Nehmen dann den nächsten Maschenmarkierer rüber und stricken jetzt wieder aus dem Querfaden, diesmal nach links gedreht, eine Masche rechts ab. Dafür stechen wir von vorne unter dem Querfaden durch und strecken dann die Masche rechts verschränkt ab. Also mit der rechten Nadel von rechts nach links hinter der linken Nadel durchstechen und den Faden herholen. Dann stricken wir zwei Maschen rechts. Achtet bei dem Ganzen darauf, dass ihr nicht zu feste arbeitet, weil wir, wie gesagt, in jeder Runde Maschen zunehmen aus den Querfäden. Und damit das Ganze nicht zu eng wird, müssen wir hier etwas lockerer arbeiten. Und wenden dann die Arbeit. Und hier stricken wir jetzt eine Wendemasche. Und das machen wir so, indem wir eine Masche auf die rechte Nadel rüberheben, ohne sie zu stricken. Und den Faden dann nach hinten ziehen, sodass eine doppelte Masche entsteht. Wie beim Sockenstricken bei der Boomerang-Ferse, da stricken wir auch diese Wendemaschen. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und dann stricken wir linke Maschen zurück bis zum Maschenmarkierer und dann hier wieder vor dem Maschenmarkierer eine Masche aus dem Querfaden stricken. Und diesmal stricken wir eine nach rechts gedrehte, weil wir wieder auf der rechten Seite sind, aber eine linke Masche. Und dafür stechen wir von vorne unter dem Querfaden durch und stricken dann verschränkt, also von hinten links nach rechts vorne einstechen und dann den Faden herholen. Dann übernehmen wir wieder den Maschenmarkierer, stricken unsere Schultermasche links und dann nehmen wir wieder den nächsten Maschenmarkierer über und stricken jetzt nach links gedreht eine linke Masche aus dem Querfaden. Dafür mit der linken Nadel von hinten unter dem Querfaden durchstechen und die Masche links abstricken. Das ist manchmal etwas fummelig, aber nach ein paar Malen klappt das ganz gut. Jetzt stricken wir die linken Maschen weiter bis zur anderen Schultermasche. Und dort vor dem nächsten Maschenmarkierer angekommen, stricken wir wieder aus dem Querfaden eine rechts verdrehte linke Masche. Also wieder von vorne einstechen und mit der rechten Nadel von hinten den Faden holen. Dann stricken wir wieder die Schultermasche links und dann hinter dem nächsten Maschenmarkierer stricken wir wieder aus dem Querfaden eine nach links gedrehte linke Masche. Und dafür stechen wir wieder von hinten ein und stricken diese dann links ab. Hier stricken wir jetzt wieder auch zwei Maschen links und wenden dann die Arbeit. Und stricken hier auch wieder eine Wendemasche. Dafür also wieder den Faden vor die Arbeit nehmen und nach hinten ziehen, sodass diese doppelte Masche entsteht und dann rechts weiter stricken, bis wir an unserem ersten Maschenmarkierer angekommen sind und hier dann wieder rechts verdreht eine rechte Masche aus dem Querfaden stricken. Dafür also wieder von hinten einstechen und die Masche dann verschränkt abstricken. Hier sieht man, dass sich in jeder Runde die Zunahme von der Schulter nach außen wegdreht, da wir immer rechts rechts zunehmen und links von der Schultermasche nach links verdreht zunehmen. Hinter dem zweiten Maschenmarkierer stricken wir also wieder eine nach links gedrehte Masche aus dem Querfaden, dafür wieder von vorne einstechen und die Masche rechts stricken. Jetzt stricken wir rechts weiter, bis wir hinten in der Mitte bei unserem Maschenmarkierer in der hinteren Mitte angekommen sind und wiederholen diese Zunahme jetzt genauso immer wieder und zwar insgesamt 7 Mal, also noch 6 weitere Male.
Der einzige Unterschied ist jetzt hier, dass wir bei den Wendemaschen die Wendemaschen immer einfach rechts abstricken und dann eine Masche weiter stricken und dann diese zur Wendemasche wird. Das heißt, wir stricken über die Schulternmaschen drüber, nehmen hier immer vor und hinter den Maschenmarkierern die Maschen hinzu, stricken dann bis eine Masche hinter unsere Wendemasche, wenden die Arbeit, arbeiten eine Wendemasche und stricken dann wieder zurück. Und auch auf der Rückreihe, wie gesagt, immer die Maschen hinzunehmen, so wie wir es gerade gemacht haben. Das mache ich jetzt noch 6 Mal, sodass wir insgesamt 7 Mal Wendemaschen gearbeitet haben. Das Ganze sieht dann so aus. Es entsteht vorne eine Rundung, da wir diese Wendemaschen gearbeitet haben für den Halsausschnitt und die Schultern werden immer breiter durch unsere Zunahmen. Wenn du eine andere Maschenanzahl gewählt hast, dann achte hier darauf, dass der vordere Anteil an den Maschen so aufgeteilt ist, dass die Zunahmen, also links und rechts die Zunahmen, eine Hälfte der Maschen ausmacht und der Teil dazwischen die andere Hälfte. Bei mir sind das im vorderen Teil also aufgeteilt in 8 Maschen Zunahme, 17 Maschen dazwischen, 8 Maschen von der Zunahme. Das heißt, wir haben hier circa ein Viertel, eine Hälfte, ein Viertel. So wird das Ganze aufgeteilt, auch wenn du eine andere Maschenanzahl gewählt hast. Ab hier stricken wir in Runden weiter, also über alle Maschen, auch die vorne. An den Schultern nehmen wir aber weiter 2 Maschen immer auf. So wird die Schulter weiter, der Ausschnitt aber nicht größer. Das heißt, bei jeder Schultermasche werden die Maschen jetzt auf der Vorderseite zugenommen, da wir die Arbeit nicht mehr wenden. Also immer rechts neben der Schultermasche eine rechts gedrehte rechte Masche aus dem Querfaden stricken und links von der Schultermasche eine nach links gedrehte Masche aus dem Querfaden stricken. So stricke ich jetzt in Runden weiter, bis meine Schulter ab dem Kragen 16 cm lang ist. Probiere es am besten bei dir selber aus und schau, wie groß du die Schulter haben möchtest. Ich habe das Ganze jetzt hier etwas oversized gemacht. Ihr könnt es natürlich auch passend stricken. Haltet vielleicht zum Vergleich die Größe an einen Pullover von euch, der euch gefällt. Und dann kann das Ganze perfekt an euch angepasst werden. Wenn die Schulter also so breit ist, wie du sie haben möchtest, dann stricken wir den Vorder- und den Rückenteil einzeln weiter. Und wir beginnen mit dem Rückenteil und stricken jetzt von der hinteren Mitte, wo wir gerade sind, rechts bis zum Maschenmarkierer weiter. Die Schultermasche legen wir dann zur Seite und das Ganze sichere ich mit dem Maschenmarkierer. Ihr könnt hier auch einen Faden durchziehen, wenn eure Maschenmarkierer nicht zum Öffnen sind. Hauptsache, die Masche kann nicht wegflutschen, also könnt ihr das Ganze auch mit einem Faden zum Beispiel sichern. Oder einer Sicherheitsnadel. Hier wenden wir dann die Arbeit, stricken eine Randmasche. Die Randmaschen stricke ich immer rechts und dann stricke ich links bis zur anderen Schulter weiter. Die letzte Masche ist auch wieder eine Randmasche, eine rechte. Und dann legen wir auch hier die Schultermasche auf den Maschenmarkierer und wenden die Arbeit wieder. Jetzt stricken wir einfach glatt rechts weiter, bis die Arbeit 20 cm lang ist. Achtet darauf, dass die erste und letzte Masche immer eine Randmasche ist, also eine rechte Masche, auch auf der Rückreihe. Und wenn die Arbeit 20 cm lang ist, dann beginne ich mit einer Zunahme auf beiden Seiten. Hier kommen gleich nochmal 10 cm hinzu, circa, wenn wir die Zunahmen machen. Das heißt, achtet darauf, wie lang ihr euren Armausschnitt quasi haben möchtet. Auch das könnt ihr an einem Pullover ausmessen, der euch gefällt, oder ihr haltet es dran und messt aus, wie lange ihr den Armausschnitt haben möchtet. Bei mir wird er insgesamt 30 cm lang. Und nach diesen 20 cm beginne ich jetzt mit der Zunahme links und rechts, sodass sich der Armausschnitt eben unserem Körper anpasst und etwas weiter wird
Für die Zunahme stricke ich bis 4 Maschen vor Ende und stricke dann hier eine rechts verdrehte rechte Masche aus dem Querfaden und stricke dann die 4 letzten Maschen auch rechts. Wende dann die Arbeit und stricke dann auch hier bis 4 Maschen vor Ende der Reihe. Das heißt, linke Masche stricken bis 4 Maschen vor Ende der Reihe. Und hier stricke ich dann auch wieder eine nach rechts gedrehte Masche aus dem Querfaden, aber hier eine linke. Dann stricke ich die letzten 4 Maschen links, beziehungsweise die letzte dann als Randmasche rechts. Und dann wende ich die Arbeit wieder und stricke dann wieder bis zu unserem Maschenmarkierer in der hinteren Mitte. Hier sieht man jetzt unsere Zunahme in der Reihe davor auf beiden Seiten. Jetzt stricke ich eine Reihe hin und zurück ohne Zunahme. Das heißt, ich stricke rechts bis zum Ende, die linke Reihe zurück und dann wieder bis zu unserem Maschenmarkierer in der hinteren Mitte ohne irgendeine Zunahme. Wenn ich wieder hinten angekommen bin, dann wiederhole ich das Ganze noch 3 weitere Male. Das heißt, ich stricke wieder bis 4 Maschen vor Ende der Reihe und stricke dann hier wieder aus dem Querfaden eine rechte Masche raus, nach rechts gedreht. Stricke dann wieder unsere letzten 4 Maschen und stricke dann auf der Rückreihe auch wieder bis 4 Maschen vor Ende der Reihe. Auch hier arbeite ich wieder eine nach rechts gedrehte linke Masche aus dem Querfaden. Und stricke dann wieder bis zur hinteren Mitte. Darauf folgen dann auch wieder 2 Reihen ohne irgendeine Zunahme. Und so entstehen dann immer in Abständen von 4 Reihen, also in jeder vierten Reihe ist dann eine Zunahme. Und das Ganze mache ich so häufig, bis ich 4 Zunahmen habe. Also 4-mal das Ganze wiederholen. Und dann sind wir mit dem hinteren Teil fast fertig. Ich stricke jetzt aber noch bis zum Ende der Reihe und schneide dann hier den Faden ab. Und jetzt beginne ich mit dem vorderen Teil. Und auch hier stricke ich erstmal glatt rechts einfach weiter, bis ich die 20 cm erreicht habe. Wenn wir die 20 cm haben, dann stricke ich auch hier die Zunahme und das mache ich etwas anders und zwar mache ich die Zunahme immer auf der Vorderseite. Dafür stricke ich die ersten 4 Maschen rechts und stricke dann eine nach links gedrehte Masche aus dem Querfaden, also von vorne einstechen und die Masche dann rechts abstricken und dann stricke ich bis 4 Maschen vor Ende der Reihe. Und hier stricke ich dann aus dem Querfaden eine rechts gedrehte rechte Masche, also von hinten einstechen und die Masche rechts abstricken. Dann die letzten 4 Maschen rechts stricken und dann stricke ich 3 Reihen einfach ohne Zunahme, also eine Rückreihe, eine Hinreihe, eine Rückreihe, sodass ich mich dann wieder bei einer Vorderreihe befinde. Und da beginne ich dann wieder mit der Zunahme am Anfang und am Ende der Reihe. Und auch hier nehme ich 4-mal zu. Das heißt, ich wiederhole das Ganze auch hier noch 3-mal, sodass ich insgesamt auch auf der Vorderseite 4-mal in 4 Reihen die Zunahme gestrickt habe.
Und wenn der vordere und der Rückenteil fertig sind, dann verbinden wir die beiden wieder an den Achseln und dafür stricke ich bis zum Ende der Reihe rechts. Und jetzt möchte ich die beiden verbinden, sodass der Armausschnitt entsteht. Dafür nehme ich 6 weitere Maschen auf die Nadel auf und nehme den Faden, so wie ihr es hier sehen könnt, in die Hand und wickel dann von oben hintenrum nach vorne den Daumen einmal um den Faden und steche dann von unten durch diese Schlaufe die Nadel und ziehe das Ganze fest. So entsteht eine Schlaufe auf der Nadel, die wir gleich als Masche verwenden können. Und das wiederhole ich 6 Mal. Also den Daumen von oben hintenrum nach vorne um den Faden wickeln und von unten unter dem Kreuz mit der Nadel durchstechen und dann die Masche festziehen. Wenn ich davon 6 Maschen gestrickt habe, dann nehme ich jetzt den Rückenteil dazu und verbinde beides einfach. Das heißt, ich stricke jetzt hier einfach weiter beim Rückenteil bis zum Ende vom Rückenteil, wo wir dann auch wieder diese 6 Maschen zunehmen auf der anderen Seite. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass hier unser Armausschnitt entstanden ist. Auf der anderen Seite angekommen, stricken wir auch die 6 Maschen noch hinzu und stricken jetzt immer weiter im Kreis, einfach glatt rechts, bis der Pullover fast so lang ist, wie wir ihn haben möchten, denn es kommen noch mal ca. 5 cm für das Bündchen unten dazu. Bei den zugenommenen Maschen könnt ihr sie jetzt auch einfach rechts abstricken. Ist ein bisschen fummelig in der ersten Reihe, aber danach sind es ja auch ganz normale rechte Maschen, die wir auch einfach mit überstricken. Und wenn der Pullover dann so lang ist, wie ihr ihn haben möchtet, minus das Bündchen, fangen wir an mit dem Bündchen. Und dafür stricke ich jetzt einfach rechts und linke Maschen abwechselnd, so wie wir es beim Halsausschnitt auch gemacht haben. Und zwar mache ich das über 8 Reihen und fange dann an, italienisch abzunehmen. Auch da habe ich mal ein Video zu gemacht, wie man Maschen italienisch abnimmt. Ihr könnt natürlich aber auch klassisch abketten, so wie es euch besser gefällt. Dann vernähe ich schon mal den Faden und beginne jetzt mit dem Armausschnitt. Denn auch da möchte ich noch mal ein Bündchen dran stricken für den Armausschnitt für einen schönen Abschluss. Und jetzt wird auch wieder unsere Schultermasche mit einbezogen. Wir beginnen aber unten in der Mitte bei den 6 Maschen, die wir aufgenommen haben. Und zwar zähle ich da einmal ab, wo sich die Mitte befindet. 3 von jeder Seite und beginne dann bei den von den 2 mittleren Maschen bei der linken. Hier steche ich mit der Nadel einmal durch und hole jetzt immer den Faden unter den Maschen hervor, sodass wir wieder Schlaufen auf unsere Nadel haben. Das heißt, ich steche immer in eine der Maschen ein und hole dann von hinten den Faden einmal und ziehe das Ganze durch die Masche durch, sodass auf meiner Nadel diese Schlaufen entstehen, die wir gleich zum Stricken verwenden können. Hier das Ganze ist noch ein bisschen locker, einfach am Faden festziehen. Das liegt nur daran, dass es unser Endfaden war, einfach festziehen. Und jetzt sehen wir hier immer diese Knubbel und stechen immer vor und hinter den Knubbeln bei diesen kleinen Löchern, die man da drunter sehen kann, ein. Das heißt, ups, das war der falsche. Nochmal festziehen, damit alles deutlich wird. Hier sieht man jetzt vor dem Knubbeln dieses Loch. Dort stechen wir ein und holen den Faden raus. Und hinter dem Knubbel ist wieder ein Loch. Und auch dort holen wir wieder einen Faden raus. Und dann wieder vor dem Knubbel und wieder hinter dem Knubbel. Das heißt, immer bei jedem Knubbel 2 Maschen aufnehmen. Das Ganze mache ich, bis ich oben bei unserer Schultermasche angekommen bin.
Und die Schultermasche nehme ich dann auch mit auf. Allerdings steche ich nicht in die Masche ein, die wir aufgenommen haben auf den Maschenmarkierer, sondern in die da drunter, dass sich das Ganze dann etwas festzieht und die Masche sehr klein wird. Das heißt, ich nehme hier quasi zwei Maschen, die ich zusammen abstricke, auf und kann dann meinen Maschenmarkierer entfernen. Hier seht ihr, dass die Maschen dann gleich groß bleiben. Das sieht etwas besser aus. Und dann nehme ich auch hier wieder, bis ich unten in der Mitte angekommen bin, die Maschen auf der Seite auf. Unten angekommen, stricke ich auch wieder die letzten drei Maschen, die wir für die Achsel aufgenommen haben. Und dann setze ich mir am Anfang wieder einen Maschenmarkierer, damit ich weiß, wo unten in der Mitte ist. Und beginne rechte und linke Maschen abwechselnd zu stricken für unseren Abschluss am Ärmel. Und hier stricke ich 6 Runden lang, bis das Ganze so lang ist, wie es mir gefällt, und kette dann italienisch wieder ab. Aber auch hier könnt ihr natürlich den klassisch abketten oder italienisch, so wie es euch gefällt. Wie gesagt, alle Erklärungsvideos habe ich euch unten mal verlinkt. Beim italienischen Maschenaufschlag oder beim Abketten gefällt mir einfach, dass das etwas elastischer bleibt und die Kante rund aussieht. Irgendwie gefällt mir das aktuell sehr gut. Und wenn ich dann damit fertig bin, vernähe ich alle Fäden. Also auch alle Fäden, die mir zwischendurch noch die ich zwischendurch noch neu aufgenommen habe. Ja, und so sieht der Pullunder dann fertig aus. Wie gesagt, ich habe ihn etwas oversized gestrickt und mir gefällt vor allem ganz gut die Schulternaht, die oben entsteht. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Inspiration haben möchtet zu dem Pullunder, dann schaut mal bei Instagram vorbei, da habe ich noch 1-2 Variationen davon gestrickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr strickt den Pullunder nach. Wenn ihr das macht, dann verlinkt mich gerne auf Instagram oder schickt mir Bilder. Ich freue mich immer total zu sehen, was ihr alles daraus macht und wie kreativ ihr mit den Anleitungen werdet. Also macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.